Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit klarem Kurs durch die Pandemie ist der Titel dieser Aktuellen Stunde der CDU überschrieben. Klarer Kurs, das ist ja eine gern genutzte CDU-Floskel, die meistens so viel sagen soll wie: Wir lassen uns nicht beirren von Bedenken, von guten Argumenten oder gar der Realität. Wir ziehen unseren Stiefel durch. Aber in den letzten Monaten gab es ja in der Tat auch ein paar Kursschwankungen bei Ihrem sogenannten klaren Kurs. Ich kritisiere das ja gar nicht an jeder Stelle. Ich meine, immerhin haben Sie eingesehen, dass man mit Schuldenbremse und schwarzer Null nicht durch eine Krise kommt, dass Investitionen, die wir seit Jahren gefordert haben und in Haushaltsanträgen auch beantragt haben, dass man die vielleicht doch einmal tätigen sollte. Und da haben Sie Ihren Kurs ja an einigen Stellen dann doch verändert. Aber es gab eben auch die eine oder andere sehr kurzfristige Kurskorrektur. Darauf ist schon hingewiesen worden, was gerade für die Schulen, für die Kitas, aber auch für Eltern und Unternehmen schwierig war, dass sie oftmals mit 2 Tagen Vorlauf angekündigt haben, welche Öffnung oder welche Schließung jetzt kommt, und es einfach sehr schwer war, für die Menschen sich darauf einzustellen. Also von daher bin ich ein bisschen unsicher, ob man hier jetzt wirklich von klarem Kurs sprechen sollte, meine Damen und Herren. Und man muss sagen, trotz der Milliardeninvestitionen steht vielen Menschen das Wasser bis zum Hals und einigen auch schon zu den Haarspitzen. Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, die in Kurzarbeit sind und große Einkommensverluste hinnehmen mussten, Leiharbeiter, Minijobber, diese Menschen, die haben es verdient, dass man nicht schulterzuckend sie damit abspeist, dass man sagt, wir können halt nicht alle retten, sondern deren Sorgen und deren Existenznöte müssen wir ernst nehmen. Und es gibt einige Branchen, die mussten nur einige schwere Monate überstehen. Und bei denen war eben Maßnahmen wie Kurzarbeit, Soforthilfe oder Überbrückungskredite, denen war damit geholfen. Aber es gibt eben auch Bereiche, die unterliegen immer noch einem drastischen Nachfrageeinbruch, etwa bei den Reisebüros, bei den Busunternehmen, bei den Cateringfirmen. Und einige Branchen unterliegen faktisch immer noch einem Berufsverbot, nämlich in der Kultur und im Kultur- und im Veranstaltungsbereich. Und in diesen Branchen sind es zum einen die Beschäftigten, die in der Kurzarbeit sind, aber es sind natürlich auch die Solo-Selbstständigen, die weiterhin oft durchs Raster fallen. Sie haben nämlich oft nicht einmal von der Soforthilfe profitieren können. Sie haben häufig auch keine großen Rücklagen. Und da rede ich eben von den selbstständigen Veranstaltungstechnikerinnen, von Schauspielern, von Messebauerinnen oder von Dolmetschern. Das sind alles Gruppen, die gerade sich größte Sorgen um ihre Existenz machen. Und die Antwort kann doch nicht sein, beantragt doch Hartz IV. Hier brauchen wir eine Lösung. Diese Menschen, die durch staatliche Maßnahmen, die größtenteils zu Recht auch erlassen wurden, die ihre Berufe nicht ausüben können, diesen Menschen müssen wir helfen, meine Damen und Herren. Und es geht auch um gemeinnützige Strukturen, wie z.B. die Jugendherbergen, die mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir haben gerade die Woche gelesen, 3 Jugendherbergen in Hessen werden schließen. Damit werden Strukturen doch zerstört, die über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind und die gerade so wichtig sind für Kinder, Jugendliche und Familien, die sich sonst eben keine Urlaube leisten können regelmäßig. Die brauchen doch diese Strukturen. Und deswegen müssen wir doch alles daran setzen, die Struktur der Jugendherbergen zu erhalten, um dieses Angebot auch weiter in Hessen zu haben, meine Damen und Herren. Und da ist eben die Frage, wie sieht diese Gesellschaft nach der Krise aus? Die Beschäftigten demonstrieren und die kämpfen doch nicht nur um ihre Existenzen und um ihre Familien. Nein, sondern sie kämpfen für den Erhalt von kultureller Vielfalt und lebenswerten Innenstädten. Und deswegen will ich eines ganz deutlich sagen. Ja, Kultur ist systemrelevant. Ja, und diese Strukturen, die über Jahre gewachsen sind, die sind systemrelevant für eine offene, emanzipatorische Gesellschaft. Und deswegen geht es nicht nur darum, dass der ÖPNV und die Schienen und die Brücken erhalten werden, sondern das, was eben Gesellschaft auch ausmacht. Und deswegen brauchen wir gerade im Kulturbereich, bei den Veranstaltungstechnikern, bei den Konzertveranstaltern, da brauchen wir dringend Hilfe, meine Damen und Herren. Und es ist doch eine Schieflage, wenn Geldspritzen an Großunternehmen gemacht werden, aber ein paar tausend Euro für Solo-Selbstständige dann bürokratische Regeln im Weg stehen. Und dass diese Milliardenhilfen aber nicht dazu geführt haben, dass man gesagt hat, Geld nur gegen Beschäftigungsgarantien und auch Einflussnahme sich zugesichert hat, das müssen jetzt unter anderem tausende Mitarbeiter bei der Lufthansa ausbaden. So viel, das gehört auch zum klaren Kurs der CDU, dass man 9 Milliarden
nicht an Beschäftigungsgarantien und nicht an Einflussnahme gekoppelt hat. Hier hat man eine Verantwortung gegenüber Beschäftigten, weil was rettenswert ist an der Lufthansa, sind nicht die Dividenden der Aktionäre, sondern in allererster Linie diese Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und ein Letztes. Die Corona-Krise trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleich hart. Und sie erfordert Solidarität. Und das heißt, dass die Krise, dass die soziale Ungleichheit in diesem Land nicht immer weiter wächst durch eine ungerechte Verteilung von Hilfen und Kosten in dieser Krise. Und da ist natürlich die Frage, was ist eigentlich mit den Pflegekräften und mit den Busfahrern und mit den Beschäftigten im Einzelhandel? All die Menschen, die so viel Applaus und verbale Wertschätzung. Frau Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Wann werden die denn endlich aufgewertet, meine Damen und Herren? Und ich war auf vielen Kundgebungen, Protesten, bei vielen Menschen, die um ihre berechtigten Forderungen gekämpft haben. Ich will als letzter Satz sagen, keiner von denen fühlt sich davon vertreten, wenn Menschen mit Neonazis gemeinsam und Reichskriegsflaggen in der Hand auf den Straßen Berlins demonstrieren. Die Menschen, die sich berechtigte Sorgen um ihre Existenz machen, die haben mit Rücksicht, mit Solidarität, mit Abstand und mit Masken demonstriert für ihre berechtigten Forderungen. Und deswegen sind die Bilder, die wir am Wochenende in Berlin gesehen haben, furchtbar. Und sie sind ein Zeichen, dass alle Demokratinnen und Demokraten dagegen aufstehen sollten.